Weil unten war er nicht. Okay. Oh wow, die haben ja ganz schön viel Redebedarf. Ihr meintet, ihr hättet eine Idee, wo wir mehr Verbündete finden könnten. Ja, tue ich. Ihr seid mit ihnen bereits vertraut, zumindest eurer Freundin Yria zufolge. Die Eisernen Falken. Ihr wollt sie davon überzeugen, sich uns anzuschließen? Natürlich nicht alle von ihnen. Die Fial Dark sind sogar eine noch größere Bedrohung als die Reinheit. Auch wenn die meisten Leute das heutzutage vergessen haben. Was ich vorschlage, ist, dass wir mit ihnen einen Handel abschließen. Sie geben uns eine kleine Division ihrer besten Hüter und im Gegenzug versorgen wir sie mit der doppelten Menge an Fußsoldaten. Zwei Fußsoldaten auf einen Hüter? Ist es das wert? Ja, die Falken sind nicht nur herausragende Kämpfer. Ihre Anwesenheit wird auch unsere Soldaten beflügeln. Sie sind lebende Legenden. Macht Sinn. Es gibt nichts Wichtigeres wie die Kampfmoral von einem Soldaten. Abgesehen von seiner Ausrüstung. Den Eindruck hatte ich nicht, als ich dort war. Die Erzhüterin hatte um ein Haar die Grabstätte an die Untoten verloren. Nur weil sie zu engstirnig war, um mit den Totenmännern zu kooperieren. Da letztere jetzt für den Boten kämpfen, war ihr Misstrauen nicht so ungerechtfertigt, denkt ihr nicht? Aber dennoch, ihr habt nicht Unrecht. Arenor ist kompliziert. Aber wenn das, was mir der Elf erzählt hat, wahr ist, hat sie ihre Lektion gelernt. In Ordnung. Einen Versuch ist es wert. Wann brechen wir auf? Wann auch immer ihr wollt. Dank den Gottsteinen werden wir nicht lange brauchen, um dorthin zu kommen. Also erwarte ich nicht, dass uns diese Mission mehr als einen Tag kostet. Höchstens zwei. Wahrscheinlich sollten wir ein paar Truppen mitnehmen. Nur für den Fall, dass die Schlucht noch immer gefährlich ist. Gut. Ich werde euch wissen lassen, wenn wir gehen. Perfekt. Ihr sagtet, ihr wüsstet, wo wir weitere Verbündete finden können. Ja, das tue ich. Ich mache es kurz. Die Aschewüter haben den Fuß des Bargagor eingenommen. Wenn wir sie und ihren Anführer besiegen, wie wir Krell besiegt haben, werden sich ihre Krieger uns anschließen. Die Aschewüter? Ich nehme mal an, das ist ein anderer Orkstamm. Ja, und ihr habt sie schon einmal bekämpft, damals in Falornsheim. Sie sind ein sehr gewalttätiger Stamm, nah an dem, was Krell aus den Feuerträgern machen wollte. Und sie sind Nomaden. Niemals bleiben sie länger als ein paar Monde an einem Ort. Deshalb ist ihre Stadt eine Art bewegliche Feste. Also gehen wir zurück nach Bargagor und besiegen sie. Klingt einfach. Abgesehen von einer Sache. Kargal, der Häuptling der Aschwüter. Ich glaube, es geht ihm bei dieser Invasion um mehr als nur Landgewinn. Es ist eine persönliche Angelegenheit. Er verachtet mich. Und das ist noch milde ausgedrückt. Warum? Weil ihr Krell getötet habt? Diese Narren. Nein, es ist komplizierter als das. Erinnert ihr euch an die Geschichte von meiner Prüfung? An Rain? Ja. Ihr habt mit ihr die eiserne Probe abgelegt. Und sie hat sich geopfert, damit ihr weiterleben konntet. Ja, das hat sie. Um auf den Punkt zu kommen. Kargan ist der leibliche Bruder von Rain. Er denkt, ich hätte sie ermordet. Habt ihr jemals versucht, ihm die Wahrheit zu erzählen? Wir haben uns nur einmal getroffen. Aber ja, ich habe versucht, mit ihm zu reden. Es hat in einem Kampf geendet, in dem ich ihn geschlagen habe. Was seinen Hass nur noch angestachelt hat. Und um die Wahrheit zu sagen, war dies mein letzter Versuch, ihn zu überzeugen. Ich wusste, dass es sinnlos sein würde. Unsere Stämme waren wochenlange Märsche entfernt voneinander und, naja, die Erinnerung an Rains Opfer ist auch so schon schlimm genug für mich. Ich wollte es einfach nur vergessen, es irgendwo tief vergraben, in den dunklen Winkeln meines Geistes.
wo ich niemals wieder damit konfrontiert werde, was, wie ihr euch denken könnt, nicht funktioniert hat. Ich habe immer noch Albträume. Und ihr denkt, das ist der Grund, dass er den Bargagor invadiert hat? Es muss so sein. Die Aschewüter sind ein blutrünstiger Stamm, ja. Aber sie haben keinen Grund, einen Krieg mit den Feuerzähmern zu beginnen. Vor allem nicht jetzt, wo wir sie vereint haben. Er muss Wind davon bekommen haben, dass ich eine Rolle darin spiele. Und das hat seinen Hass wieder aufflammen lassen. In anderen Worten müssen wir ihn aufhalten. Und das so bald wie möglich. Einer meiner Quellen zufolge plant auch die Reinheit des Lichts einen Angriff auf Bargagor. Die Feuerzähmer sollten in der Lage sein, sie in Schach zu halten, aber nicht, wenn sie zur selben Zeit einen Krieg gegen die Aschewüter führen müssen. Also, wenn wir vielleicht versuchen, den doch nur zu überzeugen? Ja, das haben wir mal gespannt. Warum greift die Reinheit Bargagor an? Ist das nicht offensichtlich? Um uns auszulöschen. Genau wie die Dunkelelfen sind wir Orks, Geschöpfe der Renegaten. Also ist uns nicht die Möglichkeit gegeben, Buße zu tun. Lakaiens Krieg endet nicht in Nortanda, Taha. Er will die gesamte Welt an sich reißen. Aber das ist doch wahnsinnig. Er muss doch wissen, dass er das nicht gewinnen kann. Muss er das? Er ist ein Fanatiker, Taha. Einer, der glaubt, Aonirs Werkzeug zu sein. Ich verspreche euch, sogar in dem Moment, in dem eure Klinge an seinem Hals schabt, wird er immer noch denken, dass er siegen kann. Er hat jedweden Bezug zur Realität verloren. Verstehe. Was ist also unser Plan? Nach Bargagor zurückzukehren, die Aschewüter zurückzuwerfen und Kagan zu töten? Wenn alles andere misslingt, ja. Dann werden wir ihn töten. Zum Wohle meiner Leute und für unsere Sache. Aber er ist der letzte noch lebende Verwandte von Rain. Also will ich zuerst versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen. Es muss einfach einen Weg geben, ihn davon zu überzeugen, dass ich kein Lügner bin, dass ich seine Schwester nicht getötet habe. Gut. Ich lasse euch wissen, wann wir aufbrechen. Ja, Häuptling Xa ist schon gegangen, bevor ihr aufgewacht seid, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit. Wir sollten also schnellstmöglich aufbrechen. Und danke, Taha. Ich weiß das zu schätzen. Okay, jetzt fällt mir immer noch die Position von der Leiche von der Mutter. Worum geht's? Ach, ist er da? Wo ist er? Ups. Mein Gott. Die Na, sieh mal einer an. Naja, was ist noch? So. Ach schon, da gibt es jetzt mehr Rufzeichen. Okay, aber der Körper muss drinnen sein. Gehen wir nochmal zurück rein. Bin ich so blind? Na, wahrscheinlich. Also irgendwo auf der Ebene anscheinend. Na, was sagt's denn? Und eine ungeöffnete Kiste haben wir auch noch.
War ich vorher wirklich blind? Sie atmet, aber ihr Geist ist fort. Dafür werdet ihr zahlen, Lakaien. Glaubt mir. Ah, schauen wir uns das mal an. Verstanden. Alles klar. So, jetzt aber. Okay, der nächste Anlaufpunkt ist da. Ah ja, richtig, das sind ja nur die Begleiter, mit einem Mana sprechen müssen. Interessant. Ich schätze, wir sollten reden, oder? Du wusstest von meiner Mutter, oder? Deshalb die Andeutung, bevor wir in den Sumpf aufgebrochen sind. Tja, ich schätze, die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Ja und nein. Ich hatte den Verdacht. Sagen wir es mal so. Aber ich hatte keine Beweise. Und ich schwöre dir, ich hatte nicht die geringste Ahnung, dass deine Mutter etwas mit dem Blutbrand zu tun hatte. Tja, dann hättest du es sagen sollen. Du hättest es mir sagen sollen. Was hätte ich schon sagen sollen? Dass du das Ergebnis eines Experiments deines Vaters sein könntest? Dass du der Sprössling einer schon längst ausgestorbenen Rasse bist? Sag mir, Taha, wozu? Ich meine... Im besten Fall hättest du es mir nicht geglaubt. Und im schlimmsten hätte es dich in den Wahnsinn getrieben. Also nein, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich wusste nicht, ob mein Verdacht Substanz hatte und dir davon zu erzählen, wäre ein großes Risiko gewesen. Gerade damals, als du noch Teil der Rebellion warst. Es spielt ohnehin keine Rolle mehr. Nein, tut es nicht. Und weil ich bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, es dir zu sagen... Ich bin froh, dass du wieder wach bist, Taha. Wir brauchen dich hier. Ja. So ist es wohl. Ich bin schon gespannt, ob die letzte Schlacht eine epische wird oder ob wir nur wieder so eine kleine Pimperlarmee durch die Gegend kommandieren. Taha, es ist gut, euch wieder gesund zu sehen. Diesen Leuten würde es ohne euch an Führung fehlen. Würde es das? Ja, der Lordmarschall hat versucht, die Kontrolle zu übernehmen, aber wie ihr vielleicht erwartet habt, hatte er nicht jedermanns Unterstützung. Ich habe sogar einen internen Machtkampf befürchtet und ich bin froh, dass es nicht dazu kam. Ich muss schon sagen, Taha, eure Mutter, sie ist bemerkenswert. Ich habe mich immer gefragt, wie die Forma aussehen. Und jetzt weiß ich es. Es ist faszinierend. Obgleich ich vermute, dass es ein schwieriges Thema für euch ist. Vergebt mir, meine Worte waren unangemessen. Alles, was zählt, ist, dass wir sie retten. Ja, und es ist nicht ausgeschlossen, dass uns das gelingt. Gibt es noch etwas, über das ihr reden wollt? Ja, was benötigt ihr? Als ihr mir von Lena erzählt hattet, hatte ich das Gefühl, dass ihr mehr als nur Kollegen gewesen seid.
Stimmt das? Aus der Art und Weise, wie er fragt, schließe ich, dass ihr vermutet, dass wir verliebt waren. Ich schätze schon. Dann beginnen wir damit, dass der Begriff Liebe keine feste Definition hat und dass die Theorien dazu sich im Widerstreit befinden. Ich habe viele Bücher darüber gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass Liebe letztlich ein primitiver Sexualtrieb ist, den denkende Wesen romantisieren. In erster Linie aufgrund der Emotionen, die mit dem Trieb für gewöhnlich einhergehen. Ich persönlich habe diese Emotionen nie gefühlt, was vielleicht daran lag, dass ich die ihr zugrunde liegenden Mechanismen durchschaut habe. Ich habe es schon immer merkwürdig gefunden, wie Leute derart übertrieben auf solch eine simple Emotion reagieren. Naja, gab's die Emotionen nicht, dann gab's keine Menschen mehr. Das interessiert uns eigentlich gar nicht. Was ihr letzten Endes sagen wollt, ist, dass ihr zwar nie in der Lage wart, Liebe zu empfinden, aber Lena es euch gelehrt hat, richtig? Was? Nein, so einfach war es nicht. Das Hervorstechende an unserer Beziehung war, dass wir eine Verbindung hatten. Ein Band. Ich hatte noch nie zuvor so empfunden. Wisst ihr, Taha, auf mich haben die Bindungen und Beziehungen, die Leute miteinander haben, immer schon seltsam gewirkt. Und ich bin dennoch nicht wie Iana. Ihr Geist hat schlicht und einfach nicht die Fähigkeit, derlei Dinge überhaupt zu spüren. Vermutlich hatte sie sie einst, aber sie verlor sie, als sie zur Traumflechterin wurde. Bei mir ist es anders. Mein Hirn ist zwar in der Lage, diese Emotionen zu fühlen, aber ich bin unfähig, mich mit der Außenwelt zu verbinden. Ich habe immer nur meinen eigenen Verstand als Bezugsrahmen. Wenn zum Beispiel eine Person Ja sagt, obwohl sie eigentlich Nein meint, dann spüren viele Menschen diese Unstimmigkeit, da sie Empathie besitzen, die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Ich kann das nicht. In genanntem Fall würde die Verärgerung jener Person für mich keinen Sinn ergeben. Doch dann plötzlich kam Lena. Und aus irgendeinem bizarren Grund verstand sie mich. Es war, als wäre diese Barriere, dieser Panzer, der meinen Verstand für gewöhnlich von anderen abkapselt, ihren Gefühlen gegenüber durchlässig. Und ja, ich weiß, wie seltsam das klingt, und ich habe keinerlei Erklärung dafür, wie es dazu kommen konnte. Dennoch, es hat mich verändert. Auf einmal hatte ich dieses Gefühl von Verbundenheit. Kennt ihr es auch, Taha? Ihr reist schon eine Weile mit manchen aus dieser Gruppe. Gibt es jemanden unter ihnen, den ihr, nun ja, besonders schätzt? Gibt es, ja. Verstehe. Dann wisst ihr vermutlich, wie verwirrend dieses Gefühl der Verbundenheit sein kann. Um ehrlich zu sein, war ich erschrocken, als ich mir ihm bei Lena das erste Mal bewusst wurde. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Und wenn ich mich hinsetzte, um Folianten zu transkribieren, bemerkte ich nach Stunden, dass ich dutzende Fehler gemacht hatte. Okay. Wie ging Lena mit eurer Andersartigkeit um? Ihr war es einerlei. Anders als ich versuchte sie nie, den Ursprung von all dem zu verstehen. Wisst ihr, ich glaube, das war es auch, was unsere Beziehung so einzigartig machte. Absolute Akzeptanz. Sie sagte mir nicht, wie ich mich verhalten oder wie ich zu fühlen habe, und ich tat dasselbe. Selbst dann, als es zum Bruch kam, akzeptierten wir beide die Entscheidung des anderen. Naja. Dass er nicht vorschlug, dass wir der als Verbündete holen, wundert mir ein bisschen. Und gehe ich richtig in der Annahme, dass der Bruch in der Gilde, eure Meinungsverschiedenheit mit Lena, auch eurer Beziehung ein Ende gesetzt hat? Wir hatten niemals eine Beziehung, auch wenn unsere Gefühle beidseitig waren und wir uns in den Augen vieler wohl wie ein Paar verhielten, haben wir nie das Bedürfnis verspürt, unsere Beziehung in ein engstirniges gesellschaftliches Konstrukt zu pressen. Aber ja, ihr habt recht. Die Meinungsverschiedenheiten brachten uns auseinander. Sie ging und kam nie wieder zurück. Ja. Und ihr habt nicht den Hauch einer Ahnung, wo Lena und die anderen Gildenmagier sich momentan befinden? Nein. Ich habe Gerüchte gehört, dass sie den Magiern in Leonidar halfen, aber das war vor Monaten. Wie denkt ihr mittlerweile darüber? Eine gute Frage. Ich denke immer noch an sie, fast jeden Tag. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr fühlt sich diese ganze Episode wie ein verwaschener, ferner Traum an.
so wie ein Greis wohl auf die Jugend zurückblickt. Ich weiß nicht, wie ich empfinden würde, falls wir uns jemals wiedersehen sollten. Das kann ich verstehen. Danke jedenfalls für euer Vertrauen, Undergast. Ihr schuldet mir keinen Dank. Wenn diese Konversation euch dabei geholfen hat, euer Bild von mir zu vervollständigen, bin ich froh, dass wir sie geführt haben. Aber da gibt es noch etwas, das ich euch fragen will, Taha. Schießt los. Kennt ihr Reue? Hattet ihr jemals das Gefühl, dass ihr einmal anders hättet handeln sollen, als ihr es getan habt? Ja, tue ich. Ich verstehe. Ich habe euch das zwar nie gesagt, aber ich finde eure Widerstandskraft bemerkenswert. Inwiefern? Naja, es ist nicht gerade ein Geheimnis, dass ihr eine Menge Schmerz erdulden musstet. Vor allem eure frühe Kindheit muss sich in eure Seele eingebrannt haben. Aber trotzdem gebt ihr nicht auf. Ja, irgendeiner muss sie halt durchbeißen. Tja, es war jedenfalls nicht immer einfach. Das denke ich mir. Wie auch immer, ich glaube, wir haben genug geredet. Wir sollten uns wieder unseren Aufgaben zuwenden. Das sollten wir. Bis dann, Undergast. Sehr schön. Verstanden. Dann teleportieren wir uns zuerst dahin und dann gehen wir mit den Hauptquests weiter.